Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs, unseren DKW-Schnelllaster. Den kennt ihr noch vom Autoroulette. Dort haben wir das Auto eingetauscht, war eine spannende Reise und da haben wir uns auch schon wahnsinnig über das Auto gefreut. Er hatte eine Winterpause, er stand viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte und wir haben das gute Stück jetzt wieder fit gemacht. Das ist ein super geiles Auto, es ist ein kleines Wirtschaftswunder und wahnsinnig selten. All das müssen wir euch natürlich vorstellen und das Teil ist so skurril, sieht wahnsinnig komisch aus und ist gleichzeitig aber ein verdammt geiles Auto. Wo fangen wir an? Wir fangen mit der Historie an. Ihr seht hier vier Ringe und ich sage zu euch aber DKW. DKW, später Auto Union und später Audi, deshalb vier Ringe, weil hier vier Marken dahinter stecken. All das haben wir euch schon oft in DKW-Videos, wenn wir Motorräder vorstellen, erklärt. Denn das ist auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Und das ist das erste Auto, welches in Ingolstadt produziert wurde. Wenn man sich jetzt weit aus dem Fenster lädt, könnte man sagen, es ist der erste Audi. Zumindest das erste Nachkriegsauto, was vier Ringe trägt. Und die DKW-Schnelllaster wurden von 1949 bis 1962 produziert. Ein ziemlich langer Zeitraum, waren auf jeden Fall Konkurrent von unserem T1 und waren absolute Nutztiere. Es gab immer verschiedene Aufbauten. Wir gucken uns das von der Seite mal an, denn wir haben hier eine Pritsche. Und dasselbe gab es auch beim T1. Das heißt, Pritsche. Wir haben Kastenwagen, wir haben Personenbus, wir haben Sonderaufbauten für Viehbetriebe. Alles war hier möglich. Und das über 10 Jahre lang. Wir haben hier wirklich viel Stauraum. Der einzige Unterschied bei der Pritsche ist, dass sie etwas schwerer ist und dass sie breiter aufbaut. Denn wir haben hier unsere Kiste hinten drauf, also die Ladefläche, die hier knapp 10 cm pro Seite größer ist und deshalb sind auch hier die Winker mit einem Winkel angebracht, damit sie weit genug abstehen, also eben auf voller Fahrzeugbreite. Das erste Modell, das war der F89, der war noch ohne Verbreiterung, das heißt, der ging hier tatsächlich gerade herunter und das wurde einige Jahre später ergänzt. Wir haben vorn, und das werdet ihr nachher auch noch hören, wenn wir eine Runde damit drehen, einen Dreizylinder-Zweitakter. Das ging mit 700 Kubik los und wurde dann aufgestockt auf 900 Kubik von, ich glaube, 24 bis knapp 32 PS. Das hier ist die 30 PS Variante mit einem späteren Motor. Und ich habe ja schon gesagt, das Teil sieht skurril aus und egal, was wir jetzt hier anfassen, es ist skurril. Ist das nicht schon geil? Selbstmördertüren genannt, die sollen das Einsteigen erleichtern, denn ich kann hier mehr oder weniger hineinspringen. Ich habe auch, wie ihr sehen könnt, schon einen riesen Platz. Und was etwas merkwürdig ist, ich sitze angeschrägt. Das heißt, meine Beine, ich meine, natürlich kann ich sie jetzt hier unten hängen lassen, aber ihr seht schon vom Winkel her, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss so sitzen. Und ich muss nicht nur so sitzen, sondern ich habe, also ich sag mal als Beifahrer, hier nicht allzu viel Platz, denn ich habe hier schon, das sind wirklich nur meine zwei Füße, die hier zusammenpassen und dann habe ich hier schon die Handbremse. Dann habe ich hier das Gas, also ich kann eigentlich als Beifahrer hier super mitfahren. Also wenn ich hier meinen Fuß um die Handbremse rum mache, kann ich bremsen und Gas geben, wie ich lustig bin. Kann hier die Handbremse betätigen. Was auffällt, dass alles sehr mittig platziert ist, also auch als Fahrer. Ich habe hier zwar eine breite Sitzbank, aber ich sitze relativ mittig im Fahrzeug. Also die Hälfte von mir, wenn ich jetzt normal sitze, als ich vorhin mit dem Tom unterwegs war, das was ihr dann am Ende des Videos sehen werdet, hat sich entspannt fahren lassen. Aber als ich auch schon zu zweit, also Quatsch, als ich auch schon allein gefahren bin, kannst du halt eigentlich, während du fährst, hier so aus dem Fenster gucken, weil hier ist ja kein Spiegel, das war auch normal. Und kannst dann hier so ein bisschen um die Ecke gucken und das klappt ganz gut. Der Rest hier drin ist wahnsinnig spartanisch. Unser Aschenbecher, der ist hier angebracht. Wir haben hier unseren Schock, Zündschlüssel, Tacho, Temperatur.
Scheibenwischer. Lüftung, der ist nachträglich, das ist Wandblinklicht. Ja, und ansonsten haben wir hier noch unseren normalen Blinker. Und Handschaltung. Hupenknopf und das war's. Mehr ist hier nicht drin. Unsere Heizung ist das. Absolut verrückt. Wir haben hier draußen noch Lüftungsklappen, die wir auf und zuschieben können. Und das war's. Mehr ist hier nicht drin. Also das Nötigste vom Nötigsten. Und das war's. Also es ist wirklich ein reines Arbeitstier. Wir sind hier Baujahr 1955. Das war genau der Umsprung. Das war dann die 30 PS Variante. Und wir können mal schauen. Aber ich glaube, das müssen wir zu zweit machen. Falls ihr die Batterie gesehen habt, 6 Volt. Alles 6 Volt. Auch das zu der Zeit ganz normal. Die passt nicht in den Batteriehalter rein. Ich habe extra eine große 6 Volt Batterie genommen. Es war natürlich wieder verkehrt. Tom, du müsstest mal kurz ziehen. Wir waren ja gerade dabei, dass das Teil skurril ist. Das waren nur die Türen. Ja, gut, der Innenraum, okay, ist auch skurril. Aber was wirklich geil ist, ist alles, was unter der Haube steckt. Ihr denkt jetzt, geht der Scheinwerfer vielleicht mit? Geht er nicht. Aber was ich richtig geil finde, der Motorhaubenhalter sitzt dort oben. Diese kleine Kugel und dieser Gummi, die haben sich gern. Denn die liegen einfach aufeinander auf. Und das ist unser Motorhaubenhalter. Ja, und dann geht es skurril weiter. Aber also skurril ist vielleicht auch das falsche Wort. Es ist einfach, simpel und funktional. Das trifft es wahrscheinlich besser. Wir haben hier ganz normale Heller-Scheinwerfer, auch die wirklich einfach nur drauf gesteckt. Unser Dreizylinder-Zweitakter, wassergekühlt und unser Tank. Hier vorne wird getankt, Benzin ist im Innenraum und auch hier war es das schon. Wir haben hier nicht einmal Wasserpumpe, das ist wirklich einfach nur, es zirkuliert durch die erhitzten Temperaturen und so zirkuliert das Wasser. Wenn wir hier vorne ran müssen, haben wir hier Schnellverschlüsse, können die Maske ganz leicht entfernen, also das ist wirklich sehr gut gemacht. Super reparaturfreundlich und ich kann euch noch mal kurz die Heizung zeigen, denn die warme Luft, die hier durchgeht, durch den Kühler, die kann man entweder hier an diesen Kiemen steuern, denn hier können sie raus und rein, oder wenn ich sie in den Innenraum möchte, reinlassen. Das war's. Das ist eure Heizung. Diese eine Klappe ist Warmluft. Okay, funktioniert. Wir haben noch eine Klappe für die Scheibe, aber auch nur für die Fahrerseite, dass diese belüftet werden kann. Ansonsten war es das wirklich. Aber es reicht. Und es hat viele Jahre so gereicht, denn das Teil wurde gut produziert, es wurde auch gut angenommen. Haube wieder zu. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich diese rein zufällig platzierte DKW hier hinten drauf, sondern auch diese kleinen Details. Und bei kleinen fällt mir auch sofort diese Scheibe auf, die wirklich winzig klein ist. Wir haben keinen Heckspiegel und auch zu bemerken, dieses kleine DKW-Symbol im Blech eingeprägt, finde ich auch super schön. Viel mehr ist dann hier hinten nicht. Überall Trommelbremse, Eigengewicht haben wir 1100 Kilogramm, Zuladung haben wir ca. 800 Kilogramm. Genau, 800 Kilogramm ist eine Menge Holz. Eine Menge Holz! Hier liegt auch eine Menge Holz. Vielen Dank nochmal an das Sägewerk in Wüsten-Dittersdorf, die uns das ermöglicht haben, dass wir uns mal hier hinstellen dürfen. Und es werden ja weitere geile Videos hier folgen. Tja, was gibt es hier hinten noch? Die Blinker sind nachträglich angebracht. Das ist so eine TÜV-Sache, DKW 30. Das verrät uns eben, dass das hier schon der größere Motor ist. Auspuff, ganz normal. Und ansonsten war es das. Also wir haben jetzt hier nichts Spektakuläres, aber wir haben ja auch nur ein Nutztier. Eine Pritsche, ein DKW-Schnelllaster. Und das ist schon richtig gut. Wir haben gedacht, wenn wir euch die Pritsche schon vorstellen, dann muss da hinten natürlich auch ein wunderschönes Motorrad drauf. Das ist unsere DKW SB 200 von 1938. Die kennt ihr auch schon aus unseren Videos, die eine sehr, sehr schöne Geschichte hat. Eventuell taucht die auch nochmal in unseren Videos wieder auf. Was ich noch ganz nett finde von der Historie her,
Das Fahrzeug hat noch den alten Brief und der damalige Besitzer war ein Getränkehändler und dafür war das natürlich ideal, mit dem Namen Dürst. Dürst und Durst und Getränke, ich habe hier die Werbung schon drauf gesehen. Ich habe sie wirklich schon drauf gesehen, aber wir wollten uns dem enthalten, denn der neue Besitzer kann das Fahrzeug natürlich so lassen oder so gestalten. Vom Zustand ist es wirklich gut. Wenige Pritschen oder ja, also wirklich wenige Pritschen haben überlebt. Wenige DKW-Schnelllaster gibt es noch. Das muss man sagen, mit verschiedenen Aufbauten. Die wurden auch gut ins Ausland verkauft und sogar nach Amerika. Also auch dort liefen unsere Zweitakter und wurden dort sehr gut angenommen. Viele kommen jetzt wieder zurück. Das Teil wurde, ich denke, in den 80er Jahren restauriert. Es ist nicht überliefert, wir können es nicht genau sagen, aber man sieht, also auch wenn die Lackierung jetzt nicht super gut ist, es ist ein Arbeitstier und in meinen Augen dafür völlig ausreichend, ein schöner Zustand, ein Fahrzeug, was seine Geschichte erzählt und vor allem ein Fahrzeug, was fährt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das lächelt dich halt auch so an. Das ist wie so ein kleines Etwas. Ich weiß es nicht, wie ich es bezeichnen soll. Aber du hast hier so ein leichtes Grinsen, Schnurrbart, die Augen, Nase. Also du hast hier schon so ein richtig süßes Gesicht. Wir drehen mit euch jetzt noch eine Runde. Und dann sehen wir uns mit dem Teil nochmal im Vergleich zum T1 wieder. Ich denke, das ist auch interessant, weil da treffen Welten aufeinander. Bevor unser Porno losgeht, drehen wir noch eine Runde. Also die Platzverhältnisse, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, die sind in Ordnung. Blinkt unser Zweitakter, Lenkradschaltung, erster Gang. Fährt sich wirklich ganz gediegen. Also er hat seinen ruppigen Zweitakter. Das kann man dem Fahrzeug nicht austreiben. Aber ansonsten, er hat auch im ersten Gang, so fährt er sich einen Freilauf und ist nicht synchronisiert. Das heißt, der erste Gang muss immer im Stand eingelegt werden. Und die Geräuschkulisse ist etwas lauter. Okay, ich habe das Fenster zu, ist noch genauso laut. Hupe geht nicht. Ich glaube, das Einzige, was nicht geht an dem Teil, ansonsten funktioniert hier wirklich alles. Jetzt habe ich gerade schon hier unten den Schalthebel gesucht. Aber der ist doch nicht. Wir schalten hier schön an der Hand. 4 Gänge. Auch das hat hier alles schon erzählt. Von der Leistung her wirklich in Ordnung. Also wir haben jetzt hier irgendwas um die 32 PS. Wir haben ja schon ein bisschen größeren Motor. Fährt ganz gut. Keine Linienspiegel, hier ist nichts. Nichts zu sehen. Oh, jetzt schreit er ganz schön. Und Fördergang. Fördergang laut Tacho waren so knapp eine 50. Also ich sag mal, bei 70, 80 ist es dann vorbei. Das Teil ist schon ein Erlebnis, aber jetzt im All. Oh, das war der erste Gang. Das war falsch. Zweiter Gang. Den wollte ich eigentlich. Ich muss halt immer ein bisschen mitdenken, wo der zweite ist. Wir ziehen auf. Ja, hat zu kämpfen. Aber ich denke, ist ganz normal. Mega geil. Riesen Ausblick. Also du hast hier vorne eine Monsterscheibe. Du kannst sonst wie weit sehen. Und es wird auch ein bisschen warm. Ich muss mir das jetzt aufmachen. Also ein richtig geniales Fahrzeug und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir uns in einem DKW-Schnelllaster wiedersehen, denn ich sehe das als ziemlich geiles Projekt an, aber dann nicht als Pritsche oder doch als Pritsche gerne, aber nicht in so einem guten Zustand, denn es fehlt hier ganz klar die Patina. Ihr seht den Schnelllaster auf jeden Fall auch noch einmal wieder, denn wir machen noch einen Vergleich, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir stellen beide Pritschen nebeneinander, T1 und DKW. Und das schimmert richtig. Ihr könnt jetzt schon mal die Aufnahmen genießen.